So, ich glaube, ich habe endlich eine, sagt ein junger Mann, hörbar erleichtert, während er gebeugt an der rechten Seite meines Bettes steht. Ganz schön schwer, noch eine gute Vene bei Ihnen zu finden. Ja, das hat die Schwester gestern auch schon gemeint, antworte ich etwas gewollt locker. Wir beide schmunzeln kurz. Ich hoffe, Spritzen und Nadeln machen Ihnen nichts, sagt der junge Mann, während er den siebten Versuch unternimmt, mir einen Zugang in meinen Arm zu legen. Nein, sage ich, und schaue trotzdem nicht hin, als die dünne Nadel meine Haut durchsticht. Dabei stimmt es sogar. Vor einer Woche hatte ich noch panische Angst vor Spritzen. Jetzt habe ich nur Angst, dass die Spritzen nicht helfen. In meinem Zimmer stehen ein Bett, ein Tisch und ein Stuhl. In meinem Zimmer kann man kein Fenster öffnen, mein Zimmer wird zentral klimatisiert. Die Luft steht, während ich liege. In meinem Zimmer hängt ein Bild von einem Rhododendron, es ist ein hässliches Bild, ich würde es gerne abhängen, aber das geht nicht, solange die Infusion läuft, ja. In meinem Zimmer ist kein Platz für Träume, in meinem Zimmer ist gerade mal Platz für übermorgen. Aber mein Leben läuft immer selten an Tagen. Mein Leben läuft in Zyklen, in fremden Zyklen. Mein Leben sitzt in Wartezimmern oder liegt in fremden Betten. Mein Leben versucht weiterzumachen. Mein Leben sitzt in der Uni und steht neben sich, steht unter der Dusche, aber regt sich nicht, denn es hat nicht nur die Schnauze, sondern jetzt auch die Hände voll. Und der Abfluss verstopft, als man begreift, dass man sich jetzt nicht mehr verstecken kann. Man realisiert, dass man jetzt Mützen braucht. Ich realisiere, dass wir Mützen echt scheiße stehen. Und Glatze erst recht. Mein Leben hängt seit Wochen an Infusionen, es hängt an den Wurzeln des immergrünen Apfelbaums, es hängt am seidenen Faden oder nicht. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, habe die Gefahr nie gesehen, nur gespürt unter der Haut. Vor 7 Jahren war ich das letzte Mal in dem Zimmer, seit 7 Jahren bin ich gesund. Und seit 7 Jahren frage ich mich, wie man diesen riesigen Elefanten im Raum locker anspricht. Und meine emotionalen Ausführungen zu Beginn dieses Textes zeigen, dass ich bis jetzt noch keine Antwort darauf gefunden habe. Hallo, ich bin Florian und ich habe nur einen Hoden. Ist zwar ein Eisbrecher, aber nach einem Eisbrecher landet man bekanntlich in kaltem Wasser. Also lass mal über Krebs reden. Lass mal über Krebs reden und lass mal nicht alle so angespannt sein. Wenn man in einer Unterhaltung erwähnt, dass man mal Krebs hatte, dann reagieren die meisten so, wie wenn Opa nach dem dritten Eierlikör anfängt, sich an die guten Seiten des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Plötzlich schauen alle weg, werden still, sind unangenehm berührt. Deswegen lass mal über Krebs reden. Und zwar so, dass man nicht das Gefühl hat, auf die Krankheit reduziert zu werden. Man will ja nicht der Typ, der mal Krebs hatte, sein. Will nicht die ganze Aufmerksamkeit, will nur einen Beitrag zu einer Unterhaltung leisten, einen Impuls aus der eigenen Erfahrung geben. Die Krankheit, die ein Leben bestimmt hat oder bestimmt, nicht verschweigen. Lass mal über Krebs reden. Aber nicht, weil wir darüber reden müssen, sondern weil wir es als Gesellschaft wollen. Das ist ein ganz normales Thema für uns ist. Dann hätten wir vielleicht weniger Zeit, uns von anderen Themen ablenken zu lassen. Zum Beispiel, dass jetzt irgendjemand entschieden hat, dass die Buffalo Boots zurück sein sollen. Oder dass es generell eine gute Idee ist, Dinge in Aspik zu gießen. Ich meine, hallo? Da hat jemand so ein bisschen Fleisch, ein hartgekochtes Ei und ein Maiskölbchen und sagt sich, so, da kippe ich jetzt diese gallertartige Masse rüber. Miam, 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 miam. Nee, lass mal lieber über Krebs reden. Und zwar mit der Ernsthaftigkeit, die dem Thema gebührt, aber auch mit einer Leichtigkeit, die den Betroffenen trotzdem nicht jegliche Luft zum Atmen raubt. Denn die Flut an Anteilnahme reißt einen schnell mit und dann treibt man alleine im offenen Meer, ja. Lass mal über Krebs lachen, denn es braucht nur mal eine süße Glasur, um bittere Pillen verdaulich zu machen. Es braucht Freunde, die einem Krankenhaus besuchen und einem eine Ausgabe von Günter Grass Novelle Im Krebsgang, ein Stopfei und ein T-Shirt mit der Aufschrift Eineiger Zwilling schenken. That's true. Ein schlechter Witz, weil diese Krankheit eh schon von allein. Lass mal über Krebs reden. Und zwar so, dass man sich nicht indirekt rechtfertigen muss. Wie oft ich schon gefragt wurde, woher das denn gekommen wäre und wie das denn sein könnte, dass man schon so jung an Krebs erkrankt. Als ob man als Kind in so einen Topf voll radioaktiven Zaubertrank gefallen sei oder man sich nachts so aus Spaß so einen Uranstab in die Hose steckt. Ja, lass mal lieber über Hodenkrebs reden und dieses seltsame Gefühl, was einem die Gesellschaft gibt, nur mit 2 Hoden ein echter Mann zu sein, wenn man wieder Eier zeigen soll. Ganz ehrlich, wenn meine Männlichkeit von diesen wabrigen Gebilden abhängt, die aussehen, als hätte man eine alte Tennissocke seit 12 Jahren im Trockner vergessen. Der könnte mir der zweite Ei auch noch abnehmen. Und wo wir gerade dabei sind, dass wir lieber über Hodenprothesen reden, hätte man sich ja nicht irgendwas Cooleres ausdenken können als so Silikoneier, so einen Eiffelturm im Maßstab 1:8000? Das hätte ich mal gerne in mein Tinder-Profil eingebaut. Das wird doch mal ein Eisbrecher fürs erste Date. Ich habe einen Eiffelturm in der Hose. Lass mal über Krebs reden und lass die Angst benennen, die ich auch nach 7 Jahren noch habe, dass da wieder was kommen könnte.
Lass mal Verständnis aufbringen für all die Leute, deren Welt plötzlich stillsteht, deren Gedanken nur noch im engsten Kreise tanzen, wenn sie wieder mal einen Knubbel unter ihrer Haut spüren. Lassen Sie Schattenseiten beleuchten und Licht in die dunklen Ecken bringen. Lass mal den Druck von allen Betroffenen und deren Angehörigen nehmen, lass Krebs zu einem Thema machen, über das man nicht lieber schweigt, bevor man die Stimmung runterzieht oder sich rechtfertigen muss. Und lass mal schönere Bilder in Krankenhauszimmern aufhängen. Diesen Rhododendron hat nämlich echt keiner verdient. Ja, lass mal über Krebs reden. Ohne Punkt und ohne Komma. Ausrufezeichen. Dankeschön.